Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videoclip vom Simmosack. Wie versprochen, nach unserem ersten Zusi-Video, was wir gedreht haben, um auf den Geschmack zu kommen, wir sind dann mit dem Autoreisezug von Sylt nach Westerland gefahren, lade ich euch heute bei meinem zweiten Clip ein zu einem kleinen Tutorial Zusi 3 Installation auf eurem PC. Gibt es ein paar Kleinigkeiten zu beachten. Der Simmosack will also als Einsteiger in die Zusi-Welt euch daran teilhaben lassen. Wir können also sozusagen gemeinsam Zusi erkunden und uns anschauen. Und ich denke, die Experten, die hier zuschauen werden, werden uns auch noch über die Kommentare zu dem Video tolle Tipps geben, für die wir dankbar sind. Und ansonsten könnt ihr euch wirklich gut darunter unterhalten, wie der Simmosack als blutiger Anfänger versucht, Zusi zu installieren. Hat ja schon funktioniert, sonst können wir diese Bilder nicht sehen. Da gibt es ein paar Dinge halt eben, die besonders sind. Da gibt es das .NET Framework und eventuell DirectX zu beachten. Aber auch die Hinweise auf die Updates, die gefahren werden müssen, den Zugstand und so weiter und so fort. Ziel in diesem Video ist es, Installation, Updates und Aufgleisen des ersten Zuges, damit ihr eure erste Tour fahren könnt. Ich sage hier, bleibt dran und viel Vergnügen. Interessant ist, Zusi 3 Hobby kommt nicht wie üblich auf einer CD oder DVD, sondern als USB-Stick. Also hier einhändig gefilmt und einhändig aus der Verpackung gefriemelt, USB-Stick entnehmen, sorgfältig aufbewahren, das ist eure Lizenz, und ab damit in den USB-Slot. Wenn der Stick eingelegt ist, sollte per Autostart der Ordner angezeigt werden, sonst Ordner auswählen. Und hier sehen wir den Ordner Inhalt des Sticks. Installiert wird hier im Moment, um auch alle Varianten zu zeigen, auf einem Windows 7 PC, also einem viel älteren PC. Das ist nicht zwingend ratsam, geht aber, funktioniert. Ich würde angesichts der Tatsache, dass wir jetzt im Jahr 2019 sind, euch durchaus zu Windows 10 raten. Ist aus meiner Erfahrung heraus ein prima Betriebssystem geworden. Aber hier wie gesagt der Ordnerinhalt und wir müssen ausführen das Setup-Programm. In dem nun sich öffnenden Fenster wählen wir Zusi 3 Vollversion installieren. Die Ziegler-Tools sollen in diesem Tutorial erstmal noch keine Rolle spielen. Ich kann nur eins zurücknehmen, Zusi kann so viel mehr, außer nur Simulation, aber das wird Thema sein in weiteren Clips. Also, Zusi 3 Vollversion installieren. Mit einem Klick auf Weiter führen wir dann endgültig den Setup-Assistenten aus. Im Verlauf des Setups erkennt das System, welche DirectX-Version auf dem betreffenden PC installiert ist. Das gilt auch für das .NET. Beim DirectX handelt es sich um einen Vermittler zwischen der Hardware und der Software von Spielprogrammen. Also nur wenn DirectX auf dem neuesten Stand ist, kann eine entsprechende Software auch leistungsfähig arbeiten. Diese Prüfung ist sehr wichtig und kann gerade bei älteren Betriebssystemversionen zu Problemen führen. Bei Windows 10 Rechnern können Sie mit einem Druck auf die Windows-Taste und den Buchstaben R einen Dialog öffnen. Geben Sie dort einen DX-Diag und klicken Sie auf OK. In dem dann angezeigten Fenster sieht man hier eingekreist, welche DirectX-Version installiert ist. Ähnliches gilt für die .NET-Version. .NET ist ein Programmpaket, was Bibliotheken für den Programmierer bereitstellt. Also, unser Zusi besteht nicht nur aus einer Datei, sondern auch aus Komponenten aus dem .NET-Paket. Hier muss man allerdings auch sagen, kann man nicht ohne weiteres feststellen, welche Version installiert ist. Ich würde hier empfehlen, die Installationsart wählen, Webinstallation. Dann würde Zusi zu gegebener Zeit, sowohl bei DirectX als auch bei .NET, sich die notwendigen Pakete aus dem Netz nachladen. Das erscheint mir einfacher, setzt natürlich aber auch eine Internetversion, eine Internetverbindung voraus. Kleiner Tipp am Rande, auf dem YouTube-Kanal vom SEO-Hinux und auf der Webseite seohinux.de gibt es viele weitere Tipps rund um Windows 10, Android und alle möglichen IT-Themen. Also reinschauen, reinklicken, lohnt sich. Wenn Zusi alle Komponenten gefunden und installiert hat, können wir eine kleine Zusammenfassung sehen. Wir sind dann also bereit zur Installation und im nächsten Schritt klicken wir einfach auf Weiter, um dann die Installation zu starten. Nach wenigen Minuten sollte dann Zusi 3 auf dem PC installiert sein.
Nach kurzer Zeit ist es dann geschafft, wenn dieser Bildschirm erscheint oder so ähnlich, das ist ein bisschen abhängig von der aktuellen SUSI-Version, ist SUSI auf dem PC installiert. In meinem Fall handelt es sich um eine ältere Version, hier war nochmal das Nachladen aus dem Internet einer weiteren Installationsdatei notwendig. Das dürfte mittlerweile aber bei neueren Auslieferungen nicht mehr der Fall sein. Wir haben es geschafft, wir können nun beginnen, den ersten Zug auszuwählen und aufzugleisen und haben damit die Aufgabe unseres ersten Tutorials erfüllt. So, nach dieser Installation sind wir jetzt hier schon in der aktuellsten Version von SUSI Hobby. Dazu wird man auch immer wieder regelmäßig Updates durchführen müssen. Mein erster Hinweis zu den Updates ist das Menü Hilfe. Und hier können wir Updates der Add-ons schon mal suchen. Aber das ist gar nicht unsere Aufgabe, denn zunächst einmal haben wir eine Grundinstallation hinbekommen. Die Updates, das werden wir noch mal in einem weiteren Video uns ganz kurz anschauen. Wir wollen jetzt den ersten Zug aufs Gleis bringen, genauso wie ich es versprochen habe. Dazu bitte oben links in dem Karteireiter auf Simulation klicken, dann auf den Punkt Fahrplan öffnen. Ein ganz normaler Windows-Dialog öffnet sich. Da wählen wir Deutschland aus und sehen jetzt hier in diesen einzelnen Ordnern, die bei euch noch nicht so sein müssen, wenn noch nicht alle Updates gezogen worden sind. Seht ihr also diese einzelnen Ordner von einzelnen Strecken und einzelnen Fahrmöglichkeiten. Und wir hatten hier in unserem ersten Video bereits die Marschbahn mal ausgewählt mit dem Autoreisezug. Das können wir nochmal eben machen. Und hier sehen wir jetzt die einzelnen Ordner mit den einzelnen Strecken. Und darunter sehen wir die eigentlichen SUSI-Fahrpläne. Und da nehmen wir zum Beispiel mal den Fahrplan Nibel-Westerland. Den wähle ich hier aus. Und unten links sehen wir, dass einige Streckenteile hier vorgeladen werden. Und hier oben sehen wir die Auswahl der Züge. Hier haben wir die Züge Richtung Westerland. Wenn man das hier aufklappt, dann kann man schon sehen, was wir alles fahren können. Wir haben hier zum Beispiel auf diese Auswahl den Zug Dresden Hauptbahnhof Westerland Sylt bis Nibel als IC mit einer Doppeltraktion. Und dann klicke ich das mal an. Hier rechts sehen wir jetzt, das ist der Regionalexpress 2576 Dresden Hauptbahnhof Westerland Sylt bis Nibel als Intercity. Zuggewicht 552 Tonnen, Länge 244 Meter. Eingesetzt werden hier zwei Lokomotiven der Baureihe 218, also Doppeltraktion. Darunter sehen wir die eingereihten Waggons in diesem Zug. Wir sehen hier die Abfahrt in Nübel um 13.26 Uhr, Ankunft ist 13.31 Uhr. Also der nächste Stopp in Lenzhallig. Westerland erreichen wir um 14.06 Uhr. Eine gute Fahrzeit von 30 Minuten. Lange Rede, kurzer Sinn, mit einem Klick auf Start wird jetzt die Szenerie geladen. Jetzt bereitet sich SUSI auf die eigentliche Simulation vor. Wir sehen hier unten links schon eingeblendet unseren Fahrplan. Also nicht der Fahrplan, wann fährt welcher Zug, sondern das ist eine Streckenbeschreibung für den Triebfahrzeugführer, damit er weiß, wo er halten muss, wie schnell er fahren darf, welche Signale installiert sind, was er zu beachten hat und so weiter. Ja, jetzt sind wir in frühen Morgengrauen hier in der Szenerie und drücken einmal die Funktionstaste F4 und machen damit einen Zeitsprung. Wir springen jetzt quasi auf die Abfahrtszeit von 13.26 Uhr. In den Optionsmenüs von SUSI kann man noch einstellen, ob man diesen Zeitraffer und Zeitsprung mitverfolgen möchte. Das mache ich jetzt in diesem Installationstutorial erstmal nicht. Uns geht es ja darum, das Ziel zu erreichen, nämlich in einem Triebfahrzeug zu sitzen. Und wenn diese Zeit erreicht ist, werden wir automatisch auf den Führerstand verpflanzt. Hier hören wir ein paar Zwischengeräusche. Das ist also der Zeitablauf, der hier stattfindet bis 13.26 Uhr. Und da sitzen wir in unserer Lokomotive, in der vorderen der beiden 218er Baureihen. Hier haben wir jetzt einen Führerstand erwischt, der noch nicht in HD-Format ist, aber natürlich gibt es die auch in SUSI. Wir sehen jetzt schon zwei Dinge, die wichtig sind. Da sehen wir oben dieses rote Männchen, mit der ich mit der Maus gerade rumkreise. Das heißt, es findet noch ein Ein- und Aussteigen der Fahrgäste statt. Pfeiltaste rechts ist der Blick aus dem rechten Zugfenster. Pfeiltaste links der Blick aus dem linken Zugfenster. Mit der Funktionstaste F11
steigen wir praktisch aus dem Zug aus und sehen das Ganze, die ganze Szenerie von außen. Und hier gehen wir mit dem Phantom mal ein Stück zurück. Hier können wir mit gehaltener linker Maustaste und einer Bewegung das Bild um uns herum drehen lassen. Das sind die Perspektiven, die wir sehen können, durchaus auch während der Fahrt. Wovon ich aber abrate, denn ich kann euch eins versichern, ein Zusi-Triebfahrzeugführer, ein Zusi-Lokführer hat alle Hände voll zu tun und kann nicht seinen schönen Zug von außen per Drohne anschauen. Das wird wohl nicht gehen, denn, und das sagte ich ja bereits auch im ersten Video, das ist eine der realistischsten Eisenbahnsimulationen, die ich kenne. Und es lohnt sich wirklich hier mitzumachen, zu lesen, zu lernen, zu fahren. Es macht wirklich höllenmäßig Spaß. Ja, unser erstes Ziel ist erreicht. Achso, zurück in den Führerstand kommt ihr mit der Funktionstaste F9. Hier setzen wir wieder unseren Fahrplan groß ein. Die Kelle sagt, wir können jetzt abfahren. Ich löse alle Bremsen, schalte Last auf die Lokomotive auf. Und wir bringen unseren ICE in Fahrt. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Bei unserer Aktion haben wir Folgendes gemacht. Wir haben Zusi 3 HB installiert. Wir haben uns die Besonderheiten von .NET DirectX angeschaut. Gerade wichtig für ältere PCs. Wir haben Zusi fertig installiert. Den ersten Zug ausgewählt. Den ersten Fahrplan ausgewählt. Mit dem Zeitraffer sitzen wir auf dem Führerstand und können loslegen. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dem Simusack gewogen, lasst ihm ein Abo da, lasst ihm ein Like da, denn es geht definitiv weiter. Wir werden gemeinsam, der blutige Anfänger Simusack und die Zuschauer, wir werden gemeinsam Zusi 3 lernen, eines der schönsten Eisenbahnsimulationsprogramme, die ich kenne. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Simusack.